Jahre hat es gedauert, heute ist es endlich soweit, ja, 16.09.2020, ein Mittwoch, ein wunderschöner Tag. Heute kann ich endlich mein Motorrad abholen. Ich habe lange genug darauf gewartet. Vorab sei gesagt, ich habe noch keine großartigen Motorraderfahrungen, ja. Ich habe meinen kleinen Motorradführerschein, hier, was weiß ich, A2 oder so, habe ich seit 2018, konnte aber noch nicht wirklich fahren, da ich nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte und auch letztes Jahr großartig nicht viel zu Hause war, weswegen. Keine Ahnung, kann ich vielleicht später irgendwann nochmal anschneiden. Hab dann jetzt am 9.09.2020 meinen großen A-Führerschein gemacht. Da ich nicht die Möglichkeit hatte, viel zu fahren, bezieht sich mein Kanal auf Anfänger, ja? Also mein Ziel bzw. mein Plan ist es, euch mitzunehmen in die Entwicklung, wie ich halt ins Motorradfahren halt reinkomme bzw. mich halt steigere. Ich habe einiges vor, ja? Ich will euch auch an sich zeigen, wie sich mein fahrisches Können so ein bisschen mit der Zeit halt entwickelt, vom Noob zu, keine Ahnung, wer irgendwas kann. Mein großes Ziel ist es, irgendwann ins Gelände zu gehen, heißt sich eine Enduro zu holen, dann durchs Gelände zu ballern, wenn das Geld irgendwann da ist. Heißt im Umkehrschluss, dass ich auch geplant habe, irgendwann Wheelies zu lernen, da sie halt, habe ich mir sagen lassen, zumindest essentiell für den Enduro-Bereich sind, da man halt öfters über so Kanten hochfährt und alles und dann mit so einem Wheelie anfangen muss. Ich meine, bis da, davon bin ich noch sehr, sehr weit entfernt. Ja, wir fangen jetzt erstmal so mit den kleinen Basics an, grob. Wird aber auch lustig, denke ich mal. Und ja, nicht nur fahrerisch wird sich was entwickeln, hoffentlich in der Zeit, sondern auch optischer Motorrad. Ich habe einige Pläne. Ich will sehr viel machen, beziehungsweise alles. Das Einzige, was ich mir noch vom Händler dazu bestellt habe, war eine neue Kennzeichenhalterung. Da ich mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich dran getraut habe, die zu wechseln, weil der, als ich mit dem Händler gesprochen habe, hat er gesagt, hier von wegen, ja, da musst du dann Löcher bohren und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir so, wow, egal. Das ist mein erstes Motorrad, ja. Also da würde ich jetzt ungern irgendwas dran kaputt machen bzw. beschädigen, ja. Vor allem nicht bei einem Neufahrzeug, da würde ich mir den Arsch beißen, wenn irgendwas kaputt geht. Es wird sich auf jeden Fall einiges verändern, ja. Ich habe hier geplant, hier Blinker, neues Dekor, irgendwann am Ende neue komplette Auspuffanlage habe ich geplant. Spiegel auf jeden Fall, ich bin das Ding schon mal Probe gefahren und ich muss sagen, ich sehe durch diese oberen Spiegel, da die über die Schulter gehen oder an der Schulter vorbei, sehe ich einfach nichts. Da ist es dann halt besser, wenn man so einen Spiegel hat, der irgendwie unterm Lenker so montiert ist. Da wird auf jeden Fall, das wird das Erste sein, was ich ändern werde. Im Großen und Ganzen hoffe ich, dass das eine lustige Nummer wird. Wohin uns das Ganze führt, weiß ich noch gar nicht. Jetzt habe ich so erstmal ein bisschen die Grundbasics erklärt, die ich so vorhab. Und ich kann euch auf jeden Fall schon mal jemanden zeigen, der genauso viel Bock auf die Nummer hat wie ich. So, Murphy, sag an. Heute Motorrad abholen, hast du Bock? Ja, will ich wohl meinen. So, wichtig ist, ich habe meine GoPro-Montur da am Helm montiert gehabt. Da ich der Konstruktion aber nicht so ganz traue, werde ich euch nicht auf die Fahrt hin mitnehmen. Ja, das heißt, ich hatte eigentlich geplant gehabt, dass ich die Kamera an meinen Helm dran packe und dann von Oberhausen nach Hause fahre mit dem Motorrad. Das sind aber eine halbe Stunde Fahrt und auch ein bisschen schnellere Fahrten und so. Und wenn ich das Ding auf der Heimfahrt verlieren sollte, dann ist das Ding halt weg. Das kriege ich nie mehr wieder. Wenn das auf der Autobahn irgendwo runterfällt, dann ist vorbei. Wir machen das heute ganz entspannt. Ich würde sagen, ich hole das Ding ab und würden uns dann gleich vor der Garage dann mit dem Ding wiedersehen. Da würde ich dann ein paar Sachen erzählen. Und vielleicht wage ich mich auch an einen kleinen Bikefront ran oder so. Ich weiß es noch nicht, aber ja. Schauen wir mal. Ich habe das Video sowieso eigentlich schon geplant gehabt. Das ist jetzt schon komplett über Haufen geschmissen worden. Ich wollte eigentlich was Cooles machen. Hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Naja. Das wird ja noch alles. Ne, ist ja nicht das letzte Video. Wir sehen uns gleich. So, kleine Planänderung. Ja, da es gestern Abend zu spät wurde, sind wir jetzt am nächsten Tag. Ja, hab die Maschine abgeholt, bin auch schon ein paar Kilometer gefahren. Werdet ihr gleich alles sehen. Aber was ich gestern vergessen habe, als ich das Video auch schon gesehen und ein bisschen geschnitten habe, ist, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was für ein Motorrad ist. Ja, und ich würde mal sagen, wir fangen an, das Motorrad zu zeigen in 3, 2, 1, jetzt. Ist ein bisschen windig hier draußen. Hier seht ihr meine wunderschöne KTM 96 SMCR. Bin mega stolz auf das Teil. Ist auch noch nicht viel gelaufen. Ich habe die neu gekauft. Können wir uns auch gleich mal angucken.
Was haben wir hier? Entspannte 75 PS, 13 Liter Tank, entspannten Verbrauch, glaube ich, 4, irgendwas Liter. Ich bin mir nicht ganz sicher, sollte irgendwas falsch sein, korrigiert mich da gerne. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Man soll auf jeden Fall entspannte 200 Kilometer mit einer Tankfüllung kommen. Ich bin mal gespannt, ob das so zutrifft. Ja, was ist an dem Ding gemacht? Bislang eigentlich großartig nichts. Es ist nackig geblieben, so wie es sein sollte. Ich wollte so viel wie möglich mit euch selber machen. Das Einzige, was ich noch geändert habe, beziehungsweise was ich noch vom KTM-Händler habe ändern lassen, ist das Kennzeichen. Anstatt dem Standardkennzeichen haben wir hier, wenn sie einmal zeigen würde, anstatt dem langen, ein kurzes Kennzeichen. Ich hatte eigentlich geplant, das selber zu machen, aber der Händler hat mir irgendwie gesagt hier, ich weiß jetzt nicht, ob es gestimmt hat oder nicht, aber er meinte, ja komm, pass auf, da musst du irgendwelche Löcher bohren. Habe ich ja schon, wie oben gerade gesagt, keinen Bock drauf gehabt, dass ich mir da irgendwas kaputt mache. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, komm, weißt du, mach du. So. Hat halt ein bisschen was dazu gekostet, aber mein Gott, das ist jetzt auch, ne? Besser so, besser heiler, als wenn man sich irgendwas damit verfuscht. Weil am Fusch sind wir noch nicht angekommen, soweit ist es noch nicht. Ansonsten alles serienmäßig, Auspuff serienmäßig. Spiegel ist schon in Arbeit, habe ich schon was gefunden. Wird nur noch irgendwie, muss ich noch nächsten Monat bestellen. Ja, da habe ich schon passender gefunden hierfür, weil, wie gesagt, ich bin halt gefahren, ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich sehe durch nichts Großartiges. Ja, was hat das Ding? Komm wieder her. So. So. Hier seht ihr es, ich bin noch nicht viel gefahren wirklich, ne? 77,5 Kilometer insgesamt. Ich habe das Ding mit 6, irgendwas Kilometern bekommen. Das sind die 6 Kilometer, waren auch meine 6 Kilometer, die ich mit dem Ding Probe gefahren bin. Hier seht ihr auch die km/h-Anzahl, hier den Average Speed und die Betriebsstunden. Ja? Wir haben jetzt knapp 2 Betriebsstunden drauf, also das Ding ist quasi wie frisch gepflückt. Ich hoffe mal, man sieht das cool in der Kamera. Machen wir mal so. An sich, wie gesagt, sehr schönes Teil, fährt sich auch gut. Ich schaffe es heute leider zeitlich nicht, die ersten Eindrücke zu filmen, die ersten großartigen, da ich noch viel zu tun habe. Das heißt, das verschieben wir auf einen späteren Motorvlog. Ja, da werde ich schon die GoPro auf den Helm klatschen und dann werden wir mal eine kleine Runde drehen. Ja, aber was ich schon mal sagen kann, ist, für die paar Kilometer, die ich mit dem Ding gefahren bin, die fährt sich richtig gut. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Ist immer noch, wie gesagt, ich habe da 5 Minuten drauf gesessen, ich war direkt verliebt in das Teil. So, ich sehe jetzt ein bisschen anders aus, ich komme gerade vom Endcard-Dreh und ich habe das Wichtigste vergessen, ja. Ich habe euch alles gezeigt, das Wichtigste, bis auf jetzt Traktionskontrolle, ABS und die verschiedenen Modi, die kann ich euch beim Fahren mal zeigen, das ist kein Problem. Was fehlt, ist der Sound vom Standardauspuff. Ich meine, ich bin ja so kein Motorrad gefahren, großartig. Ich habe nur das Einzige, was ich Probe gefahren habe, war die KTM mit dem Aero-Auspuff. Der hat sich gut angehört. Aber ich muss sagen, den Standard-Auspuff finde ich gar nicht mehr so verkehrt. Ich hoffe mal, der Wind macht mir jetzt hier keinen Strich durch die Rechnung. Aber ich würde sagen, wir hören uns das Ding mal an. Ich bin mal gespannt, wie es auf der Kamera rüberkommt. Ich bin nicht ausgegangen. Aus! So, nochmal, versteht mich. Es ist der Ding, der sich im Stand anhört. Bevor ich Ärger mit den Nachbarn kriege, würde ich sagen, war es das, weil wir haben schon ein bisschen später. Sollte ein kleiner Soundcheck sein. Ich bin auf jeden Fall gar nicht so negativ angetan von dem Teil. Manche sagen, der Standardauspuff zackt. Ich meine, gut, ne? Schlicht ist er nicht. Sieht nicht so pornös aus. Ich habe auch vor, irgendwann anderen zu holen, aber für den Anfang ist der schon mal nicht schlecht. Ja? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Klang, mit der Fahrweise. Und im nächsten Video verspreche ich euch auch, dann werden wir fahren. Aber das habe ich jetzt wirklich zeitlich ja nicht mehr geschafft. Ich hänge an dem Video jetzt schon irgendwie 3 oder 4 Tage oder so. Das dauert alles seine Zeit. Kostenpunkt, sollte euch das interessieren, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ich jetzt so mit dem Kennzeichenhalter bezahlt habe. Beziehungsweise ich habe es auch über KTM zugelassen. Ja, die haben das alles für mich gemacht. Und ja, das wäre es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Däumchen nach oben wäre ein Träumchen. Zeigt es euren Freunden, Familie, eurem Haustier, sonst irgendwas. Wenn ihr Bock habt, abonniert auch für mehr Content. Wie gesagt, das ist gerade am Anfang. Ich habe Großes vor, ich habe einiges vor. Jetzt ist auch auf jeden Fall die Kamerahaltung bzw. das Gespräch davor nicht so verklemmt, wie es oben war. Ja, da man jetzt schon so 1, 2 Videos gemacht hat. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und rein. Tschüss.
I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far.